Herzlich willkommen zu dem hier. Ja, nochmal. Nee, lassen wir drin. Herzlich willkommen zu der heutigen React zu Stream Clips Germany. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Die besten Clips der Woche, Folge 120. Hatten wir nicht schon mehr als 120? Crazy, okay. Ja, vielleicht bringe ich auch was durcheinander. Neuer Monat. Ja, genau. Also, ich reagiere immer jeden Mittwoch drauf. Ich bin noch nicht lange wach, glaube ich. So, wir gehen einfach mal rein. Ja, wir gehen einfach mal rein. Ich halte meinen Mund und reagiere auf den Kontext hier. Perfekt. Die ist alt. Okay. Nee. Das ist Ankert. Das ist Ankert. Lol. Ich dachte mir schon, hä? Ja, okay. Wo ist sie denn? Hä? Die wird sonst immer als erstes angezeigt. Stream Clips Germany. Da. Die hier, oder? Ja, wunderbar. Okay. Welchen möchtest du löschen? Timer 2. Meine Stunde Timer wurde abgebrochen. Klar, wie Kloßbrühe. Technischen Errungenschaften das Leben erleichtern. Eieiei. Damit herzlich willkommen zu Stream Clips Germany. Der. Ich wusste nicht, dass er hier ist. Oh mein Gott, das macht die ganze Sache was ganz anderes. Okay, Hime, sei nicht doof. Sei nicht peinlich. Ich bin nicht wach, ich träume noch. Ja. Jetzt hat er voll gefurzt in meine Richtung. Widerlich. Und jetzt. Ah, das sind die Reaktionen hier. Jetzt in dem hat er sogar auf meine Brüste gekotzt. Geht ja mal gar nicht. Aber wenn ich so drüber nachdenke, sah er ganz süß dabei aus. Wieso bin ich doch schon wieder? Okay. Ach hier, Mad Meats. Okay, das ist die Reaktion auf den auf die Rentnerladen. Let's go. Ich habe das mit diesen Insoln noch nicht gecheckt. Das gab's ja auf der Gamescom und alle sind mit diesem Ding rumgelaufen. Aber warum? Was ist das? Ist das ein Spiel? Ich versteh's nicht. Ich bin ein Boomer. Erklärt's bitte. Gar nichts. Aber wenn ist das, ich glaube, es ist ein Spiel, was bald rauskommt und das hat einfach so übelste Character Customization. Aber warum feiern das alle so? Asia Sims, okay. Ist wie Sims. Weil. Ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht krass, wie die immer ausschauen, die Charaktere. Sims aus Korea. Okay. Mein Gott, was ist richtig. Wenn du drüber nachdenkst, sei ganz süß dabei. Grafikhöher, ja, verstehe. Das sind eine 60%. Ach, die kleinen? Aber nee, darauf würde ich gar nicht klarkommen. Ich brauche schon das Große. Ich muss schon merken, dass da was liegt. Wenn ich dann so ein kleines Ding hab, dann weiß ich nicht, wohin mit meinen Händen. Das wäre nichts für mich. Finde ich unangenehm irgendwie. Ich hab die auf der Messe schon mal gesehen, hab da mal Hand angelegt, war nicht gut. Aber nicht bei mir! Was? Es gab eine Top-Liste. Ich hab gar nichts gemacht! Warum war ich im Bild? International größten. Danke für den Follow. Wukong-Streamern zum Release. Alles Morgen, grüß dich. In diesen Top 10 sind zwei Deutsche. Der eine ist Elias auf Platz 9. Ah, vom Papier. Und der andere ist Gronkh auf Platz 7, der nicht mal gespielt hat. Der einfach nur zugeguckt hat auf Platz 7. Der größte deutsche Wukong-Streamer international. Das ist einfach ganz schön. Stark. Stark. Was enttastet einen Baum? Entastet. Was ist denn enttasten? Enttasten, ja. Fragen. Schaut Fang zum Gewinn, ja geil. Ach, Entasten. Oh. Ja, okay. Er entastet einen Baum. Ja, macht Sinn. Breiter. Weil höher brauche ich es gar nicht. Da habe ich eh keinen Platz. Das Spiel ist immer noch ein Ding, ne? Nein, ich hab's verkauft. Ich hab's im Mülleimer geschmissen. Was ist denn jetzt los? Unlucky. Scheiße. Unlucky. Nein. Ich dachte, es wäre okay, schon wieder in Säulen. Ja, ey, wenn du einen Schwanz hast, dann nutzt den auch. Nein, okay. Ja. Also. Okay. Aber nicht jetzt. Aber nicht jetzt. Warte mal, gibt's nicht tatsächlich Arschgeburten? Welche Tiere kommen aus dem Arsch?
Ja, Leute, das war's. Also. Biologie mit Dito. Jein. Wenn du zum Beispiel Hühner nimmst, und ich glaube, Vögel im Allgemeinen haben eine Kloake. Das ist quasi ein Loch für alles. Die kacken da draus und die legen auch Eier daraus. Aber ist dann das... Die Frage ist, was ist zuerst da, die Henne oder das Ei, sondern ist die Geburt dann quasi, wenn das Ei gelegt wird oder wenn es geschlüpft ist? Eigentlich ja, wenn es geschlüpft ist. Also ist ja das weder noch eine Arschgeburt oder eine... Ne? Aber ja, es gibt Kloakengeburten und es gibt keine Arschgeburten. Nein, du kannst aus dem... Nein. Arsch. Sind das Kühe? Nein. Haben Kühe nur einen Ausgang quasi? Nein, das waren Hühner. Ich weiß es nicht. Das waren Hühner. Ich bin mir nicht sicher. Aber das sind Eier. Bitte was? Warte, ja. Ist das nicht so? Nein. War das ein Pups? War es die Katze? Ich schwöre, es war die Box. Ah. I swear. And I swear. Au. Oh. Ein Clip, eine Fake-Compilation. That beard. Souverän! Souverän! Okay, alles okay. Alles unter Kontrolle. Und nichts ist passiert, Chad. Nichts ist passiert. Und so werden neue Straßen gemacht. Ihr habt gar nichts gesehen. Ja, doch nicht. Oh Mann, ich dachte gerade, warum hat sie zwei Kameras? Aber dann ist mir aufgefallen, das sind ja die beiden Zwillinge, oder? Ah. Und Nova ist nicht ein. Ich war gerade so verwirrt, ne? Ich habe gerade kurz vergessen, dass es Zwillinge sind. Ja, ich kann das so nachfühlen. Oh mein Gott. Das ist halt auch geil. Ihr Name ist ja Happy Zwillinge oder so. Das ist auch bei den Klooper Twins. Für was steht das Twins? Ey, Dette, was geht? Der Busfahrer hat das gestern auch so gemacht. Ey, geil. Das ist ein Shift und Tab. Abkürzung. Was? Ich kann das nicht mehr. Was? Nochmal. Entschuldigung. Oh mein Gott. Was ist ein Shift unter? Was Shift unter ist? Ich kann das nicht mehr. Chat, ich kann das offiziell nicht mehr. Der Nächste fragt mich, was ist linke Maustaste? Ich sehe es kommen. Oh. Okay. Heim und vergiss dich. LMB? Was ist LMB? Linke Maustaste. LM oder B? Ah, gut geschnitten. LM oder B oder was? LMB? Gut geschnitten. Wollen die, dass ich LM sehr gut, und Clippy. B drücke oder wollen die einfach nur, dass ich. Stark. Left Mausband. Oh. Was ist wie viele Tangas? Mausbutton, okay, got it, okay. Hi, Kilian. Genau, jetzt grüß dich. So danke für 500. Wer kann da schon noch widerstehen, wenn sie singt? Wind, 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 auf den tosenden Tiefen der See. Sehr cool. Bahne aus hatte ich ja auch schon mal die Ehre. Ich glaube, in einem Pen and Paper eine Kampagne. Ich glaube, bei Coco war das. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich finde das irgendwie so geil. Dieses ganze Kanalkonzept, der Name, der Typ ist super chillig. Ich weiß nicht, ob sie immer dabei ist. Ob die, keine Ahnung, ob die den Kanal zusammen machen. Ihn kenne ich auf jeden Fall. Aber das sieht ja übel comfy aus. Ey, dieses ganze Streamkonzept einfach mega geil. Ich liebe es. Da Twitch war ich großartig. Im Laden, hatte Bock auf Chips und dann hatte ich so die Wahl zwischen drei verschiedenen Chipssorten und dann habe ich mir so gedacht, alle drei zusammen. Welche Chipssorten nehme ich denn jetzt? Und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Eine große Schüssel. Eigentlich zwei. Hey, du bist erwachsen. Die zweite ist, hey, du hast einen freien Willen. Habe ich alle drei Chipssorten gekauft, bin nach Hause gefahren und habe dann wieder gedacht, welche Chipstüte esse ich jetzt? Und dann habe ich gedacht, hey, du bist erwachsen, du hast einen freien Willen.
Und dann habe ich einfach alle drei Chips-Tüten aufgemacht und alle drei gegessen. Ich habe zwar nicht alle geschafft, aber ich habe einfach so abwechselnd aus allen drei Chips-Tüten gegessen. Geil, Sago. Fühle ich absolut. Sehr gut, sehr gut. Ey. Ja, Team Elysia, let's go. Ich habe Koli und ich habe Pizzi und ich habe WoW. Yippie! Jetzt kann ich Koli trinken. Oh mein Gott! Was ist mit der Cola passiert? Oh nein, oh, man hört doch, wie sie auf dem Boden absaftet. Eieiei. Holy sch. Wo Achievement? Ah. Ja. Danke. Wo Achievement? Okay. Stark. I think I might just put a knife in. Ja, bitte, ja, really bitte, ja, ja, danke. Oh. See if it works. Oh, oh ja, really bitte. Beautifully. Oh, ich fühle mich so viel besser. Hast du noch mehr? Ist das geil. Jahrhundert leben würdest. Das ist sehr gut. Was würdest du an eine Kirchentür nageln? Okay. Wählt eure Favoriten. Okay, warte. Ein selbstgemaltes Bild von einer Blume. Ich würde jede... Oh. Ich hätte deine Mutter geschrieben. Strong. Okay, strong. Ich hätte deine Mutter geschrieben. So. Die Kombination wirklich so unangenehm. So, Spülung geht nicht. Du weißt ganz genau, da draußen stehen Menschen, die warten. Oh. Du gehst aus dem Klo raus, aus der Kabine und sagst direkt so... Das Klo nicht nehmen, die Spülung funktioniert nicht. Bitte nicht in dieses Klo. Ich bin Streamerin, ich habe gerade in dieses Klo gemacht, die Spülung geht nicht. Bitte geh nicht auf dieses Klo, das ist mir unangenehm. Und der Erste, der in der Schlange ist, ist ein Zuschauer von dir, der nach dem Foto fragt. Oh! Okay. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Dankeschön. Also, hallo, ihr lieben Menschen. Deswegen ist es wichtig, dass Creator doch irgendwo vielleicht in einen Creator-Bereich können mit einer separaten Toilette. Ich hatte auf der Gamescom auch mit die zweitschlimmste Toilettenerfahrung in meinem ganzen Leben, ja. Und ich bin es gewohnt, teilweise auf Plumpsklos zu gehen, wo es nicht mal Spülung gibt. Also, wirklich. Das war disgusting. Das war. Und du musst so dringend. Und du bist erst mal dabei, die Toilette sauber zu machen. Du machst einfach so den Job von irgendwem anders. Ich hab verstörende Bilder im Kopf. Entschuldigt die Unterbrechung, ich bringe ihm noch gleich. Nicht kotzen, ist Toss. Den Effekt habe ich öfter auf ihn. Zur Toilette nach dem Foto zu fragen. Karijan, gebe ich dir recht, viele Leute checken das aber in dem Moment nicht und wittern einfach nur in dem Moment die Chance, weil sie die Person, die sie feiern, gerade sehen. Tatsächlich ist es bei mir auch schon so gewesen, dass auf der Kaktus war das, glaube ich, wurde ich von einem netten Papa. Das war ein Papa mit einem jüngeren Sohn und die waren auch auf der Toilette, kotzen ist Toss, ja, waren auch auf dem Weg zur Toilette und haben mich da angequatscht, dass sie mich von dem Gronkh-Video kennen und das gefeiert haben. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass sie nach einem Foto gefragt haben, aber das ist auch erstmal so ein bisschen so, können wir irgendwie... Also ich habe jetzt schon zweimal erzählt, dass es irgendwie vorkam, dass ich auf dem Weg zur Toilette oder während ich gerade am Urinal stehe, ja. So, ich entledige mich gerade meines Körperwassers, ja, und werde währenddessen angequatscht. Das ist so, weiß nicht, also, Und jetzt die Socke raus. Geil, geil. Und jetzt kurz den Schuh hier einklemmen. Und... Oh je. Scheiße! Ah, Scheiße! Was? Adam, was war das? Oh, das riecht aber gut. Und 2 Esslöffel Paniermehl. Das sind mindestens 2. Aber was mich ein bisschen aufregt, ist, dass ich irgendwie mein Stativ nicht mehr finde. Hi, Nico, grüß dich. Das war eine Welle, ja. Obwohl ich das eigentlich 1000% mitgenommen hatte. Ich hab das irgendwo im Auto verschleppt.
Das ist gerade irgendwie so ein richtiges Setup für so einen Horrorfilm. So, auf einmal hier hinten so Serene Dancing Lady. Ich bin so scheiße dumm. Ich hab das Stativ gerade legit benutzt. Das hängt hier an dem Auto am Spiegel. Ja. 78. So, dann aus dem Ofen nehmen und ruhen lassen. Sind die Coin abgekühlt mit... Für den Sabaton, weil da werde ich Zeit haben, weil dann bin ich hier so vor der Cam und alles. Einfach Jumpscare. Kenn ich. Markus 985-BGK gönnt 25 Euro. Danke, Markus, vor für den Clip. Lohls. Okay, warte. Oh mein Gott, au, das hat richtig wehgetan. Oh. Also, ja. Ja, das tut weh. Ich habe auch manchmal so einzelne Barthaare, die ich dann so wegzupfe, weil es sich nicht lohnt, die zu schneiden oder so. Dann zupfe ich die einfach gleich raus. Und da oben, weil wenn du so dickere Barthaare hast, ich glaube jetzt nicht, dass... Nee, also Rico hat jetzt keine dicken Barthaare, aber ich glaube, wenn du so allein schon so Härchen hast, das ist so sensibel, auch da irgendwie so Pickel zu haben, das ist so ekelhaft, ne? Das tut einfach so weh. Heikeres Gesicht. Nochmal, was ist passiert? Blitzer. Getan. Oh. Hornisse. Ah. Das ist doch einfach nur... Das ist einfach nur ein Käfer. Das ist groß, ist am Arm gekrabbelt. Okay. Wie soll ich das leer machen? Einfach mal der Uhrinstinkt getriggert. Oh. Wann gehen wir los, liebe Bertie? Bertie, gehen wir auch bitte einmal zur Schanzenbäckerei? Die Zukunft, die Technik! Ich habe mein Setup sogar so gebaut. Das geht falsch. Dass ich mein Eis da reinstellen kann. Hm. Das fällt um. Natürlich. Oh nein! Hat doch nicht funktioniert. Hey, stark. Ihr habt aufgefangen. Also irgendwie, ich weiß nicht warum, manchmal denke ich mir, IRL, ne, ich will nicht alle IRL-Streamerinnen und Streamer unter ein Dach packen oder in eine Schublade stecken. Aber gerade bei SCG, das ist faszinierend, wie viele Unfälle, egal wie klein oder groß oder irgendwelche solche, wo habe ich was hingelegt, irgendwas fällt runter. Das ist faszinierend, wie bei Streamcast Remedy, dass sich das nochmal rauskristallisiert. Wohingegen bei, bei, sagen wir mal, React-Content, irgendwie Leute was nicht raffen. Ich find's geil. Das ist irgendwie so. Oh Mann. Alle sind total verplant. Vorher, am besten ein bisschen schütteln, so dass das... Kurz vorbereiten, Olli. Komm. Und dann gibt's solche Sachen. Ist schon was raus? Bin mir nicht sicher. Oh. Digga. Was so? Und dann gibt's das. Und dann gibt's das. Ich bin nicht 1-2. Ey, uns, Mann, geil! 20. Wo hast du die gefunden? Ich bin nicht 1,20, Chat. Das ist eine. Guck mal, wie groß die ist. Ey, es gibt irgendwo. Warte mal, sorry, da muss ich ganz kurz zwischenschalten, ne? Es gibt irgendwo Pferde. Da, Unterstand. Tisch. Möbel. Da. Jonsmann, da sehe ich dich. Komm bitte, ich will einmal bitte... Da sehe ich dich, Jonsmann, da sehe ich dich. Kannst du dich bitte da draufsetzen? Das will ich sehen. Oh, das ist großartig. Das ist großartig. Wo war der React hier? Fantastisch. Okay. Ich bin nicht so...
Ist auf einmal so auf so viele Sachen fokussiert, glaube ich, ja. Ich finde, meine Tierlist ist so Vitamalz, Karamalz. Okay. Starke Tierlist. Oh mein Gott, ich habe mir gestern die ersten drei Folgen der zweiten Staffel Ringe der Macht. Ringe der Nacht. Ringe der Nacht und ich sag Ringe. Ringe, ja. Was sollte Nats unbedingt im Streamer machen? TOS-konform. Mehr mit Glumanda sprechen, der Arme von Misty. Der ist doch hier schon die ganze Zeit. Warte. Das ist. Warte mal, das ist das jetzt sieht nicht falsch das, aus. Aussieht. Ja. TOS-konform, ne? TOS-konform. Euch Glumanda zeigen. Ich zeig euch mein Glumanda. Natürlich. Jetzt auf OnlyFans. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Ich mag das nicht, wenn die nicht ganz plan sind. Dann sehen Nägel immer nur halb so befriedigend aus. Hi, Tobi, grüß dich. Aber egal. Hier, zack. Deshalb immer Schigi, ja. So schön, wie nice man das jetzt daran halten kann. Magst du mir mal deinen Schigi zeigen? Wenn das aus... Die beiden Tische, die ich habe, stehen zwei Tische. Auf der Polaris. Also, ja. Katze. Stark. Ich muss nichts dazu sagen, ne? Ihr seht in der Kamera. Wir haben das so wild geschlafen, das war alles so durcheinander. Kichu habe ich jetzt auf der Experiment mal kennengelernt. Ey, super lieb. Super lieb. Ja? War richtig cool, Kichu mal zu treffen, vor allem. Ich weiß gar nicht, wie sie sich vorgestellt hatte. Und ich habe erst nicht gerallt, dass es Kichu ist. So, ich habe Geist zuerst mal getroffen, ich habe Kichu zuerst mal getroffen. Du weißt ja bei VTubern immer vorher nicht, wie sie aussehen, ne? So, sie hat einfach einen anderen Namen gesagt. So, und ich so, ja, ho. Entschuldigung, falsch. Yo, hi, nicht yo, ho, sondern yo, hi, was geht? Kurz Seemann geworden, ja. ich habe nichts gesagt. Mi scusi, ich bin ja, wir wirklich waren aber heute so brave verkalkt. Schüler, dass meine Lehrkraft oder dass unsere Lehrer gesagt haben, die beiden, die mitgekommen sind, macht wie ihr wollt. Wir haben da auch gemischt geschlafen, das war alles voll in Ordnung. Bei uns hat der so Biolehrer vor der Klassenfahrt actually Kondome verteilt. Nee, mein Biolehrer war mit dabei. TOS-konform. Ja, nee, Science Freak Show genauso nicht, ne? Yo, ho, all hands. Hoist your colors high, evil thieves and beggars, never shall we die. Also ich hoffe, dass die Leute checken. Scheiße, jetzt habe ich einen Clip gelöscht. Das ist das Tool von Clippy, oder was? Aber das ist ja einfach nur mehr Auswahl. Irgendwer meinte ja von... Leute, guck mal, wer da ist. Wer ist denn das? Das sind halt einfach mehr Optionen. Ich könnte natürlich auch mehr Optionen geben, aber das Problem ist... Ja, die Zuschauer können live bewerten. Das ist bei mir ja auch so. Hier, ich habe das ja auch. Sekunde. Ich habe ja ein externes Tool. Ach Gott, was ist denn jetzt los? So, weil die Leute mich drauf angesprochen hatten. Ich habe das halt von 1 bis 5. Natürlich. So, das ist jetzt eingeblendet hier, ne? So. Natürlich könnte ich das auch so machen. Rating. 0,5. Aber wo kommen wir denn da hin? 1, 1,5. 2, 2,5. 3. 3,5, 4, 4,5, 5. Ja, so, ich kann das natürlich auch machen. Aber das Problem ist, dass Twitch nur 5 zulässt. Das bedeutet, wenn ich diesen Bewertungsbogen hier zulasse, dann gilt das nicht immer. Dann kann ich das nicht immer machen, versteht ihr? Alle 0,5 würde mir reichen. Ja, das verstehe ich.
Deswegen sage ich immer, ihr müsst einfach in dem Fall aufrunden. Was habe ich denn da eingegeben? Ja, das ist ja auch gar nicht irgendwie... Hä? Ach lol, das ist sortiert nach 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, okay, na 1 bis 5 und dann 0,5. Das ist ja super dumm. Zu lange, bis ich fertig mit meinem Tool bin, ja. Genau, Tobi macht ja gerade was. Aber die Sache ist halt die, ich werde wahrscheinlich trotzdem von 1 bis 5 lassen. Verwirrend, ja. Der Clippys Chat kann da auch Sachen wie 4, irgendwas eingeben. Okay, das ist interessant. Das ist interessant. Aber ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen Quatsch. Weil, okay, man kann es natürlich dann aufrunden lassen. Aber schau mal, die Sache, was ich möchte mit meinen Bewertungen, die ich schreibe für die 5-Euro-Spiele. Ich möchte, dass jeder von euch sich überlegt, auf einer Skala von 1 bis 5, wie gut das Spiel ist. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, hihi 420 oder hihi 3,69, ja. Es hat einfach nur den Hintergrund, dass sich die Leute mit dem Spiel auseinandersetzen und sagen, okay, wenn es wirklich irgendwo zwischen 2 und 3 ist, 2 wäre nicht empfehlenswert, 3 wäre noch empfehlenswert, dann sage ich, okay, ja, für den Preis würde ich es nicht empfehlen. Dann nimmt man eine 2. Würde ich es für den Preis empfehlen, ist es eine 3. Ist es ein gutes Spiel und ich würde es mir selber kaufen, ist es eine 4. Ist es eins der besten Spiele für 5 Euro, die ich gesehen habe, ist es eine 5. Oder das beste Spiel. Versteht ihr? Deswegen, das ist quasi der Bewertungsbogen. Und ich glaube, das sollte ich vielleicht nochmal irgendwo einfach über einen Befehl machen, dass die Leute checken, wie man das vielleicht am besten für sich erschließen kann mit einer begrenzten Auswahl. Weil durch die, je weniger Optionen du hast, desto eher musst du dich mit den Gedanken auseinandersetzen, ist das jetzt eine gute Bewertung oder gebe ich eine gute Bewertung oder eine schlechte? Das macht das Ganze nochmal viel schwieriger, versteht ihr? Ich kann da natürlich einfach so ein bisschen dran rumspielen, aber ich muss halt sagen, okay, für mich ist es halt eher eine 4, aber ich möchte den Ganzen eine positive 4 geben und dann gebe ich eine 4,4 oder eine 4,3 oder gebe halt Punktabzug, je nachdem, was halt mich gestört hat oder was ich gut fand, ja. Aber das ist halt den Luxus, dass ich das halt einfach eintippen kann, was ich möchte, ja. Aber für die gesammelte Wertung finde ich das mit dem 1 bis 5 eigentlich ganz gut. 1 bis 5 ist vollkommen ausreichend, finde ich nämlich auch. Die Kommazahlen ergeben sich ja durch den Mix aus verschiedenen. Wenn jemand bei einer 2,5 ist, dann würde ich sagen, runde es auf. Im Zweifel für den Angeklagten. Weil man muss dazu sagen, hier ist es was anderes. Ja, also hier ist es halt einfach, okay, kommt das in die Compilation rein, da werden dann die besten Clips gevotet und die besten Clips kommen in die Compilation. So, fertig, okay. Wohingegen ich bewerte mit meinen 5-Euro-Game-Reviews ja die Arbeit einer einzelnen Person, die damit Geld verdienen möchte. Und im Zweifel bin ich für den Angeklagten, aber natürlich aus Konsumentenschutz, in Anführungszeichen, bevor sich jemand ein Trash-Game kauft, was wirklich nicht gut ist, warne ich lieber davor, dass es das halt vielleicht nicht wert ist, ja. Oder dass man sich das vielleicht vom Pricing her nochmal überlegen sollte. Oder dass man sich wirklich überlegen sollte, ob man auch nur einen Euro dafür investiert, weil da wirklich nicht viel passiert ist, ja. Außer, dass halt irgendwie bestimmte Assets zusammengewürfelt wurden und das dann einfach neu verkauft wird. So. In deinem Tool wäre es cool, wenn man einfach die erste Zahl nehmen würde, die in einem Text vorkommt, sondern nur die... Ja, natürlich, Nox, natürlich. Das ist natürlich dann, das muss Tobi sich dann einfach notieren auch. Einfach, dass man, wenn man eine Zahl eingibt und nicht, wenn innerhalb eines Textes eine Zahl drin vorkommt, dass die gewertet wird. Dass, wenn es mit einer Zahl anfängt... Genau, ich mache das konfigurierbar pro Umfrage, genau. Also das ist halt, wenn es mit einer 1 beginnt und vielleicht auch, wenn Text danach noch kommt, dass es trotzdem gewertet wird, aber wenn innerhalb eines Textes eine Zahl mittendrin ist, dann nicht. Okay, sorry, hat jetzt nichts mit dem React hier zu tun. Ich war nur gerade über das Tool hier neugierig. Also ich hoffe, dass die Leute checken. Scheiße, jetzt habe ich einen Clip gelöscht. Hoppla. Jetzt bin ich aus Versehen auf das X gekommen bei. Jetzt habe ich den Clip gelöscht. Hupsi. I'm sorry, ich wollte den Clip nicht löschen. Hupsi.
Sorry, Einsender, der sollte nicht gelöscht werden. Übrigens, ich habe Clippy gefragt, warum jetzt mittlerweile die Einsendemenschen, die die Clips einsenden, nicht mehr genannt werden. Das hat tatsächlich mit der Änderung der Twitch-API zu tun, dass da irgendwie dann irgendein Quatsch rauskommt. Vorher war das so, dass man das einfach easy einbinden konnte. Mittlerweile gibt's da halt irgendwie Kuddelmuddel. Ja, keine Ahnung, hat mir Clippy so erklärt. Schade, aber Clippy kann da tatsächlich nichts für. Das war keine bewusste Entscheidung von Streamclips Germany und von Clippy, sondern das ist wohl irgendwie, haben die da im Code was geändert. Irgendwas ist anders als bei Twitch und deswegen geht das nicht mehr. Erstmal. Vielleicht kommt's wieder. Horse is so. Aber Clip gerne weiter, Leute. Ist sicher? Ich bin dankbar. Heißt es, ist Horse Hufeisen? Ein anderer unbeteiligter Gast gibt. Horseshoe! Ja. Ja, doch, Horseshoe macht mehr Sinn als Horse's Hoe. Ja. Sein Tool kann die Einsender teilweise nicht lesen und manchmal werden dem einen Einsender einfach 60% aller Clips zugeschrieben. Oh, ja, okay. Ich verstehe. Ja, und das ist irgendwie seltsam. Ne? Also vorher ging das und jetzt halt nicht mehr. Schade. Schade. Könnte man eventuell eine 0 mit dazu nehmen, weil manchmal geben welche 1 für schlecht, aber funktioniert. Und manchmal für das, dass es nicht spielbar ist. Also, ich weiß nicht, ob man eine 0 mit dazu nehmen sollte. Aber was sagt ihr? Das Problem ist, auch da wieder, Twitch lässt halt nur 5 Sachen zur Auswahl. Ich möchte das mit diesen 5 Sachen eigentlich gerne belassen. So, wenn ich jetzt die eine Bewertung von 1 bis 5 mache und die eine andere Bewertung von 0 bis 5, dann funktioniert das Ganze wieder nicht. Versteht ihr? Auch bei itch.io kann ich keine 0 Sterne geben. Ich kann nur einen Stern geben. Vor allem eine 5 zu erreichen, eine 5 Sterne, da brauchst du eine 4,5. Also insofern ist der Spiegel, also der Bewertungsspiegel, die Skala ist sowieso rigged. Du kannst keine 0 haben, du kannst nur eine 1, irgendwas haben. Eine 1,0 wäre das Niedrigste, aber das Höchste ist eine 4,5 und drüber, ja. Ich würde es auch belassen. Nein, das Auto wird mich überfahren, nein! Ich werde wieder an einem Autounfall sterben, ich kann das doch nicht, nein! Manu! Das hat super geklappt. Das war perfekt. Aber einmal kurz in die Box reingucken. Guten Tag, Strahlenbeschleuniger. Ich bin gerade voll in Gedanken, sorry. Das ist, wenn ihr richtig viel Bier trinkt und dann ist die Blase irgendwann voll. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es bei Frauen auch so ist, aber bei Männer kennen das, glaube ich, das Problem. Dann habt ihr auch einen Strahlenbeschleuniger. Es gibt manchmal die Situation, ich weiß, es ist wieder Oversharing of Information, aber es gibt manchmal die Situation, dass du, vor allem Oktoberfest, Alter, wenn du 2 Mass getrunken hast oder 3 und noch Auto fahren kannst, ne, laut bayerischen Politiker, wenn du 2, 3 Mass getrunken hast und noch nicht auf Toilette warst, dann hast du erstmal keinen Beschleuniger. Das krampft alles erstmal so derbe, dass du froh bist, dass überhaupt was rauskommt. Hi, Erika, grüß dich. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Geil. Machen wir gleich. Obwohl, machen wir jetzt. Dann kann ich mein Auto nochmal reparieren. Ich schaff's doch über den Berg. Ja, geil. Once human. Okay. Physics. Stark. Nice. Stabil. Alles so geplant. Ja. Nein. Wenn irgendwas bei mir anbrennt und ist schwarz, ich esse das nicht mehr. Ich bin kein Fan von Kohle. Warte, ich zeige euch das mal kurz. Vorsicht, es wird jetzt groß. Da ist es. What happened? Was ist das? Porkchops. Aber ist das paniert? Soll das Schnitzel sein? Was ist das?
Pfannkucheneier. Das ist mein verunglücktes Essen. Richtig eklig. Mann, ich habe mich richtig gefreut, dass ich das essen kann. Hab das schön aufgetaut und so. Ja, toll. La 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 la. Ah! Ah! Du Motherfucker! Oh mein Gott! Ich möchte hier nie wieder in die Wille, Dolores! Auf eBay kann man es noch verkaufen hier. Was ist das für ein Klingeln? Ob das dann mit zwei kleinen funktionieren würde? Hast du einen kleinen McMaster? Bitte? Ein kleinen Traktorstrahl. Ja. Tyrann Rassons, ich liebe sie, ja. Aber ich sehe grün, rosa, gelb, rot. 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 Grün, gelb, rosa, rot. Nee, was hab ich gesagt? Stark. Okay, wir brauchen noch drei Ziegel brauchen wir noch. Ich geh nochmal schnell Pipi machen. Ich lass aber laufen. Also. Ja. Beim Pipi machen gehen ich laufen lass den lassen. Stream laufen und ich lasse das Spiel weiterlaufen. Danke für die Erklärung, Tobi. Ich geh pinkeln. Mach das. Und da lass ich auch laufen. Gönn dir. Kommt schon irgendwas. Ja, guter, hier. Er hat einen guten Lauf. Das sind alles saarländische Dörfer. Ah ja. Argentinas ist ein Dorf im Saarland. Ja. Und. Ja. Hier könnte man jetzt Argentinien wählen. Weiß schnelle nicht. Finger würde Argentinien wählen. Weiß nicht, könnte auch eine Falle sein. Weiß da wird ja von Kelly Azura, Miss Teddy Rahmenfeder, Teufelchen Alisa, der Herr Kaiser, Ida from Space und Kaida Argentinien gewählt. Paraguay. Ach lol, das Spiel kann man mit der Community spielen. Hey, das ist ja von den Drawing-Machern. Das ist ja dasselbe Overlay. Das können wir mal spielen. Das könnten wir mal spielen. Lol. Tja, Paraguay. Das war ein Bait. Geil. Das ist eine Axt. Viele Wissenschaftler sind sich noch nicht einig, ob die Spezies neu wirklich reden kann oder ob es nur eine zufällige Aneinanderworte. Ananas. Ananas. Predicted it. Steh dazu, Ananas. Ja. Wer ist denn das schon wieder? Carl. Ah! Ich glaube, das Essen ist nass. Oh, es tut mir so leid. Es ist nass geworden. Ich bin ein schlechter Postbote. Sorry. Ein Salzbaguette? Vielen Dank, dass du sie mir bringst. Es ist nicht leicht, über das Meer zu fliegen. Ich hoffe, sie ist nicht nass geworden. Keine Sorge, alles bestens. Hupsi. Das ist eine Falle, ne? Es ist extra mehr Salz. Spooky wäre fast in der Falle. Danke fürs Einreichen, wie auch immer. Passiert. Oh. Hallo? Cool. Funktionsverschwendung. Sprich. Auf das Game hätte ich eigentlich auch mal Bock, ne? Vergiss es. Oh. Und bye. Wow, das ist dein Ernst? Jupp. Stark. Alter, was ein Wichser, ohne Scheiße. Ey, der hat vergessen. Oh, das, was ist das? Witzig. Wenn ihr meinen Kuchen nicht kauft, dann bin ich heute Nacht unter eurem Days Gone, was sind seit 2 Monaten dicht gemacht? Ach, das war ein Multiplayer-Spiel? Ich dachte, das ist Singleplayer. Tisch. Unter eurem Bett. Ich meine, euer Bett. Meine Cam ist stehen geblieben. Ja, ich dachte mir gerade, habe ich Pause gedrückt. Geblieben. Ich sehe gerade so aus, als wäre Liza unterm Tisch. Liza, es tut mir leid, ich meine das nicht so. Raz, es tut mir leid, ich meine das nicht so. Ich gucke gerade so, als wäre Raz unter meinem Tisch. Leute, ich muss mal ganz kurz... Ah, Leute, das haben wir auch gespielt.
Red Dead Redemption. Ist es nicht Indiana Jones? Red Dead Redemption. Ist es nicht Indiana? Red Dead Redemption! Ja, das wusste ich! Boah, imagine, Suki war ja letztens da oder hatte mich geradet, ne? Imagine, die hat das gespielt, nachdem ich das gestreamt habe. Nachdem die Person, die das programmiert hat, bei mir im Chat war. Das wäre ja einfach full circle irgendwie influenced. Und jetzt gucken wir das. Und jetzt ist das im React und jetzt spielen das andere Leute. Das wäre doch crazy, oder? Imagine, was die Person, nur weil die bei mir im Chat reingeschrieben hat, auf einmal irgendwie für Stonks hat, wenn Leute sich das Spiel jetzt kaufen, wegen... weil ich das gestreamt habe, als Suki mich geradet hat und jetzt bei StreamQuest Germany ist. Butterfly-Effekt. Crazy. Ich wollte euch nur testen. Alles gut. Also, ich nehme das jetzt nicht raus und sage, ich habe das gespielt, als Suki mich geradet hatte. Vielleicht ist sie auch selber drauf gekommen. Aber imagine, das wäre so. Imagine, das wäre so. Ey, der sieht aus wie Indiana Jones. Sieht wirklich aus wie Indiana Jones. Der Schwinger des Todes gerade. Aber sah cool aus. Okay, das sieht besser aus. Okay, das sieht das wohl besser aus. Das ist natürlich es. Ja, Assassin's Creed könnte sein, aber irgendeins von den Älteren. Das sieht so nach Fachwerk aus. Wie heißt das? Ich guess the game. Ich will das auch spielen. Das machen wir danach kurz, ja? Assassin's Creed Brotherhood. Ja, kommt hin. Nice. Ihr müsst wissen. Boxers, danke dir. Das ist zu 100% geraten gewesen. Ja, ich habe auch Assassin's Creed Brotherhood nie gespielt. Mich hat nur das Fachwerk tatsächlich da oben ein bisschen irritiert. Also es sieht ein bisschen nach Fachwerk aus. Ihr müsst wissen. Das ist zu 100% geraten gewesen. Ich wusste in dem Moment, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich kenne Assassin's Creed. Ja. Mach ich hätte auch mal. Assassin's Creed. Zweites Assassin's Creed, das mir ins Gesicht gestolpert ist. Das ist so krank. Ja, stark. Guck ihn dir an, er ist der süßeste Puffel-Piffel-Puffel-Pumps auf der ganzen Welt. Süß. Oh. Piffel-Puffel-Pumps. Und es wird grün, wenn ich auf ihn ziele. Das heißt, du... Oh. Peng. Er stellt sich tot. Ist er? Guter Junge. Süß. Süß. Der stellt sich tot. Der Feini. Braucht sowas. Feini. Ah. Heilige Scheiße. Was war das? Was für eine ist das? Ja. Sag mal. Learning by doing. Wollte ich ein bisschen Fußball spielen? Wegen schlechtem Wetter geschlossen. Was seid ihr denn für Muschis, dass ihr bei minus 5 Grad kein Fußball mehr spielen könnt? Das es sieht eher aus wie plus 40. Schnee. Oh. Hoch. Hoppla. Die Kronkenmechanik gespielt, ja. Zinderschaden, Elementar, Element Damage. Mega Loot. Ah, das ist Lol. Das von Instinct Free, das gepublished, ne? Lol. 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 Rekursion. Dabei komm. Stark. Kostet das zufällig 5 Euro oder weniger? Mein schönes weißes Kleid doch gerade erst aus der Wäsche. Hinterher ist es bestimmt wieder schmutzig und voller Löcher. Ich bin so schlecht im Kinderflicken. Oh mein Gott. Im Kleiderflicken. Hier. Von dem. Hier. Von der Falte. Schwierig. Der Typ fragt mich, was diese Beule da ist. Der wollte eigentlich nicht fragen, aber der wollte mal fragen, was diese Beule hier ist. Das ist ein Penis. Das ist eine Falte von meinem Rock. Richtig. Nein. Big Oh, ich schreibe ihn jetzt einfach. Eine Banoni. Mein fetter Schwanz. Geil. Stark. 10 von 10 ist so, oder? Süß. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Katze in der Sauna. Das sieht so unfassbar gut aus. Das ist wirklich stark. Liz, wir müssen uns gleich ein Handtuch teilen, ist das okay? Oh. Ich nehm das Handtuch, was du hier hast, okay? Oh, fein. Das will ich nicht haben. Fein. Das ist cool. War eine coole Folge.
Mega Loot ist 8,99 €. Warum gibt es keine guten 5-Euro-Spiele mehr? Wir haben schon alle gespielt, na Spaß. Quatsch, natürlich nicht. Nee, aber geil. Geil. War lustig. Hat Spaß gemacht. War eine gute Folge. Folge 272. Der Beweis, Streamer können nicht reden. Ich habe literally in meinem Intro komplett reingewankt. Ja. In diesem Sinne, Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder am Mittwoch. Kommt gerne rein auf Twitch ab 19.30 Uhr. Ich bin wie immer zu spät, ne? Also irgendwann 19.30 Uhr bis 20 Uhr, irgendwas dazwischen schaffe ich schon, ja. Wir sind auf jeden Fall schon im Chat. Ich schreibe auch schon, aber ich bin halt noch nicht live. Ja? Die Leute haben jetzt Starting-Screen. Ich nicht. Ich brauche das nicht. Ich bin einfach nicht da. Also wir sehen uns bis nächste Woche. Ciao. Gut.